herzlich willkommen zur Eröffnung der neuen Ausstellung in der Limhaus-Galerie. Diesmal sind es Porträts von Hans-Wilfried Scheidner. Leider wieder ganz still. Es wird irgendwann wieder besser. Hans-Wilfried Scheidner hat fast auf den Tag genau vor 10 Jahren das erste Mal bei mir ausgestellt. Ich freue mich umso mehr, ihn in diesem Jahr wieder bei mir begrüßen zu können. Er ist gebürtiger Zwenkauer, verbrachte hier seine Kindheit und Jugend, wurde 1944 geboren, hat hier mit Grimling, Friedel und Richter das erste gemeinsame Atelier in der Pegauer Straße 35 betrieben. Er studierte an der Hochschule für Grafik und Buchkunst bei Professor Werner Tübke Malerei. Es gab Differenzen und er wechselte nach Berlin-Weißensee, wo er bei Heinrich Kilger Bühnenbild studierte. Und die Bühne, das Theater im weitesten Sinne, sind immer Thema seiner Arbeit gewesen. Wir sehen es auch im Hintergrund. Es ist immer sehr viel Spielerei. Also der Spieltrieb ist bei ihm sehr ausgeprägt. Seine erste gemeinsame Ausstellung oder überhaupt seine erste Ausstellung hatte er gemeinsam mit Kurt Querner in der Galerie am Sachsenplatz und so ging es dann weiter mit ständigen Ausstellungen. Hans-Wilfried Scheidner arbeitete als Gastdozent unter anderem an der Berliner Schauspielschule und als Direktor und Regisseur am Kammer- und Puppentheater in Wismar. Er ist seit 2002 Dozent an der Rostocker Technischen Kunstschule. Seit 1978 hat Hans-Wilfried Scheidner gemeinsam mit seiner Frau Karin Zimmermann seinen Lebens- und Arbeitsmittelpunkt in Maslow, einem kleinen Ort in der Nähe von Wismar. Ein absolut kreatives Umfeld, wo wunderbare Arbeiten entstehen. Und ich habe auch ein paar Arbeiten von Karin Zimmermann mitgebracht und hoffe, Sie sind davon auch so begeistert wie ich. Jetzt werde ich Ihnen einige Arbeiten, ausgewählte Arbeiten vorstellen. Ich wünsche Ihnen viel Freude. Das erste Bild, was ich Ihnen vorstellen möchte, ist das Bild Nummer 40. Es heißt Max Dörfer und seine Schüler. Ist in Acryl auf Leinwand gemalt aus dem Jahr 2015 und 100 x 100 cm groß. Hans-Wilfried Scheidner verbrachte ja seine Kindheit und Jugend in Zwenkau. Er ist also ein wirklicher Zwenkauer und hat auf dem Bild unter anderem stehen, als Max mich unter seine Fittiche nahm, hatte ich das Gefühl, davongekommen zu sein. Also das Boxen ist ein Thema, was Hans-Wilfried Scheidner während seiner gesamten Schaffenszeit begleitet hat. Also er hatte Phasen, wo er ausschließlich Boxer porträtiert hatte und sich mit den Kämpfen auseinandergesetzt hat. Als nächstes stelle ich Ihnen Bild Nummer 4 vor. Es ist Elisa. Es ist ein wunderschönes Mädchenporträt in Acryl auf Leinwand aus dem Jahr 2006, 40 x 30 cm groß. Es ist ganz typisch für die Arbeit Hans-Wilfried Scheidners, also die Menschen, die er sich auswählt für seine Porträts, die erfasst er mit allen Sinnen und das sind lebendige Porträts. Ich mag sie persönlich ausgesprochen gern. Bild Nummer 7 zeigt die Galeristin. Es ist in Acryl auf Papier gemalt aus dem Jahr 2016, 40 x 30 cm groß und gerahmt. Wir sehen eine Frau, eine Persönlichkeit, die mitten im Leben steht, die aufmerksam zuhört, schon über die mögliche Antwort nachdenkt, schon kurz davor ist und man davon ausgehen kann, dass sie auch mit den Händen ihre Rede aktiv unterstützen wird. Ein sehr spannendes Bild. So, ich hoffe, ich konnte Sie neugierig machen. Schöner ist es immer, wenn man sich die Sachen wirklich direkt anschauen kann. Deswegen lade ich Sie herzlich ein, sofern es die Regeln erlauben. Rufen Sie an, schreiben Sie mir eine Mail. Wir finden einen Termin. Ich zeige Ihnen gerne auch separat nochmal die Bilder näher. Gebe Ihnen Informationen, die Sie eventuell noch nicht bekommen haben oder die ich noch nicht gegeben habe. Und hoffe, wir werden die Zeit bis zum 22. Mai Gelegenheit bekommen, uns persönlich zu begrüßen.
Im Namen von Hans-Wilfried Scheidner, der natürlich auch ganz traurig ist, dass es keine Vernissage geben kann, lade ich Sie ganz herzlich ein. Schauen Sie sich diesen Film an, genießen Sie die Arbeiten, haben Sie Freude daran und bleiben Sie gesund. Bis hoffentlich bald, Ihre Kathrine Scholz.